Hallo Freunde. Heute will ich mal mit den beiden Luftgewehren schießen. Und zwar auf 20 Meter. Auf die Blechdose. Und da bin ich mal gespannt, welches Luftgewehr da ein Loch reinschießt. Das eine ist die Baikal. Das andere ist von Hämmerli. Das Hämmerli hat das Zielfernrohr. Ja. Ich habe mir nämlich letztens so ein Hauglass gemacht und da ist mir die Idee gekommen, so mal so eine Wegstrecke abzustecken mit 10, 20 und 30 Meter. Also letzte Hauglass, das ist dann 30 Meter. Aber heute werde ich erstmal auf 20 Meter schießen. Dann wollen wir mal gucken, welches Luftgewehr da besser abschneidet auf 20 Meter in die Blechdose rein. Okay, dann geht es gleich los. Ich hoffe, das Wetter bleibt so, beziehungsweise wird noch ein bisschen besser. Sonne weiß noch nicht, was sie will. Na gut, dann bis gleich. So, das ist mein neuer Tisch hier. Das haltet ihr davon. Den habe ich mir ja aus diesem Baumhänger gemacht. Der war ja relativ dick. Ja, die Rinde muss ich mal ein bisschen abmachen da unten. Gibt wahrscheinlich schönere Tische, aber so um den Kaffeepott draufzustellen reicht das. Ich werde zuerst mit der Hämmerli schießen, auf die eine Dose da, ich hoffe ich treffe sie. Und dann wollen wir mal gucken, was da passiert. Oh, daneben. Also quasi wie immer. So. Ja, ein Treffer. So, wollen wir mal gucken. Der hat sich ziemlich gut angehört, würde ich mal sagen. Aber mal gucken, ob da was läuft. Ah, ich habe mit der Flachkopf-Diabolo losgeschossen. Und der, oh ja. Oh ja, da läuft das. Und also auf 20 Meter reißen die ein ganz schönes Loch. Oh, 20 Meter geht gut. So, die packe ich mal zur Seite und jetzt nehme ich mal die Baikal. So, also neue Dose steht, ne? Man sieht es, da ist die andere, da ist die neue. So, jetzt werde ich mit der Baikal schießen. Ich hoffe, ich treffe Kimmo und Korn. Die Hämmerli hat ja ein Zielfernrohr. Ich schon mal getroffen und ich glaube sogar, ich kann das Loch erkennen. Moment, ich glaube, das läuft. Also, ja, das ist noch nicht verkehrt. Wollen wir mal gucken. Das sieht auch nur so aus. 20 Meter Entfernung. Nee, da ist ein Loch, das sehe ich von hier. Mama mia. Oder? Ja. Da ist das. Das sehe ich, also das habe ich also auf 20 Meter gesehen, das Loch. Hier ist ja die andere. Also, haben beide ein schönes Loch gerissen. Also ich würde mal sagen, Durchschlagskraft auf 20 Meter, beide gleich. Nicht schlecht. Also ich finde das Baikal, muss ich ehrlich sagen, sogar noch einen Ticken besser, weil das ist einfacher zu handhaben. Ne? Also es lässt sich leichter knicken. Und ist auch nicht ganz so schwer, also ist, sag mal, so gemütlicher, ne? Und trifft genauso gut. Wenn ich da jetzt noch ein Zielfernrohr drauf mache, dann was ich sowieso vorhabe, irgendwann. Also wenn ich jetzt ehrlich bin, bevor ich mir jetzt so ein Hämmerli nochmal holen würde, würde ich mir eher eine Baikal holen, ganz ehrlich. Finde ich besser. Für den Preis auch noch, also man muss ja immer so vom Preis ausgehen, ne? Ja gut, das war's erstmal. Und dann würde ich sagen, wollen wir mal gucken, was ich als nächstes für einen Test mache. Und dann hoffe ich, dass wir uns wiedersehen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!
So, ich werde jetzt nochmal auf die beiden Dosen schießen. Rechts mit der Hämmerli und links mit der Baikal. In beiden Dosen ein Loch. Jo, kann sich sehen lassen. Auf 20 Meter mit Flak auf Diablo.